Hallo liebe TUS-Fans, ich hoffe die letzten beiden Workouts waren schon echt anstrengend. Wir, die A-Jugend des TUS Königsdorf, haben jetzt heute auch einen Workout für euch vorbereitet. Viel Spaß! Hallo, ich starte jetzt mit einem kleinen Warm-Up und dann werde ich einen kleinen Mobilisationsteil machen, dann seid ihr hoffentlich warm und dann machen die anderen Jungs weiter mit dem anderen Part. Zum Warm-Up fangen wir an, einfach locker zu laufen auf der Stelle. Dann die Arme ruhig mitnehmen und dann fangen wir jetzt an, locker nach hinten zu kreisen die Arme. Und den Kreis immer größer. Kreisen die Arme rückwärts. Genau. Gleich jetzt auch in die andere Richtung. Arme nach vorne kreisen. Immer größer werden. Beide Arme vorwärts kreisen. Eine kleine koordinative Übung schon. Wir kreisen jetzt den einen Arm nach vorne und den anderen nach hinten. Dabei versuchen wir weiter locker zu laufen. Genau, das Ganze andersrum. Weiter locker laufen. Und jetzt machen wir auf jedem dritten Schritt ungefähr einmal anfernen. Also. Knie hoch. Dried out tears of sorrow. Lacking all emotion. Staring down the barrel. Und einmal komplett Knie hoch. Und das gleiche einmal mit Unterfersen. Das wir versuchen, ist den Knöchel hinter dem Hintern zu bekommen. Jetzt stellen wir uns einmal zusammen, Knie eng zusammen, Hände auf die Knie und jetzt kreisen wir die Knie. Erst langsam. Dann können wir immer schneller werden. Genau, in die andere Richtung. Stellen wir uns leicht parallel, wie nicht ganz in den Ausfallschritt. Okay, so. Jetzt drehen wir uns im Rumpf einmal auf, als würden wir hinten einen Ball fangen. Und zu der Seite. Wer es schwieriger haben will, kann die beiden versuchen, parallel nebeneinander zu stellen. Wieder
andere Seite. Genau, in der Höhe mal variieren, mal hier unten fangen. Mal hier oben. Schön im Oberkörper rotieren. Sehr gut. Machen wir noch ein paar Ausfallschritte. Ausfallschritt. Schön versuchen 90 Grad. Bein, stützen uns ab. Gehen mit der Hand hier runter und rotieren einmal auf. Boah, das jetzt auch 3-4 Mal. Dann andere Seite. Ausfallschritt. Und wieder auf. Bein den Arm auch mit dem Blick. Sehr gut. Jetzt legen wir uns einmal hin und winkeln die Beine an. 90 Grad. Wenn da auch nicht ausstrecken, jetzt nehmen wir die Beine langsam. Eine Seite versuchen nicht abzulegen, sondern zu halten. Und hier rüber. Den Kopf nehmen wir dabei ab. Wenn wir das haben, ein Bein gestreckt, das andere Bein kreuzen über das andere und haben es 90 Grad angewinkelt. Jetzt versuchen wir mit dem Arm hier einmal abzuklatschen auf der Hand und folgen dem Arm den Blick und versuchen ihn da wieder abzulegen. Dabei bleibt das Knie immer auf dem Boden. Übung für den Rücken. Wir gehen in den Vierfüßlerstand. Gut. Atmen einmal ein. Und beim Einatmen machen wir als einen Buckel wie eine Katze. Einmal durch den Kopf mitnehmen und runter. Und dann ausatmen. Und jetzt einen runden Vorkurs. Sehr gut, auf Tour zu kommen, eine Runde haben wir, Männer. Dann fangen wir einfach mal an. My weakness.
So, hoffentlich seid ihr jetzt alle warm und weiter geht's jetzt mit Lars. Der wird jetzt einen kleinen koordinativen Teil machen. Viel Spaß! Ich mache jetzt weiter mit einem kleinen koordinativen Teil. Was ihr dafür braucht, ist ein einfacher Handball, egal welche Größe, oder ein Tennisball und ein Springseil, ein Handtuch, irgendwas, was man als kleine Linie benutzen kann. Zu Beginn stellen wir uns einfach erstmal einfach auf einen Ball. Wir fangen links oder rechts an, ist egal. Ihr könnt ruhig leicht in die Knie gehen dafür und dann einfach erstmal stehen bleiben. Das ist jetzt von Person zu Person unterschiedlich, wie stark ihr da variieren könnt. Wir machen jetzt erstmal weiter mit ein bisschen, dass ihr den Blick nicht nur auf einer Stelle habt, sondern überall durch den Raum guckt, den Kopf in alle verschiedenen Richtungen mal bewegt und dabei die ganze Zeit noch auf dem einen Bein stehen bleibt. Versucht darauf zu achten, dass das Knie nicht zu einer Seite weg ist, also wegknickt, sondern die ganze Zeit auf eine Höhe mit eurem Fuß ist. Und dann einfach die ganze Zeit stehen bleiben. Wer will, kann jetzt auch noch die Augen dabei zumachen und dann versuchen trotzdem die ganze Zeit stabil und gerade stehen zu bleiben. Dann einmal das Bein wechseln. Falls irgendwer Probleme hat mit der Zeit der Übung, könnt ihr das auch gerne pausieren und noch was länger machen und dann überspringen. Und hier ist auch wieder das Gleiche. Ruhig mit dem Blick überall herumgehen, die Kopf ein bisschen bewegen, damit es ein bisschen schwieriger wird, damit das Knie was mehr arbeiten muss. Dann ruhig auch nochmal probieren, die Augen zuzumachen. Wenn ihr das habt, dann stellen wir uns wieder aufs linke Bein und fangen jetzt an, mit dem rechten Fuß im Viereck immer so weit es geht, den Boden leicht zu berühren. Das heißt einmal in der Ecke vorne rechts, dann nach hinten rechts, immer so weit es geht, nach hinten links und nach vorne links. Das Ganze könnt ihr jetzt 4, 5, 6 Mal machen. Also immer wieder ganz leicht nur den Boden berühren und in dem anderen Bein stabil stehen und nicht. Also ich bin nicht so viel zu wackeln. Wenn ihr das dann ein paar Mal gemacht habt, könnt ihr das Ganze auch noch variieren, indem ihr da auch wieder die Augen zumacht. Einfach mal ausprobieren, ob es klappt. Wenn nicht klappt, nicht schlimm. Aber wer es kann, kann das gerne auch machen. Einfach nochmal ein, zwei Durchgänge, Augen zu, das Ganze. Danach wechseln wir aufs rechte Bein und das gleiche nochmal. Einfach jetzt mit dem linken Bein vorne links anfangen. Hinten links, hinten rechts und dann vorne rechts. Und das kann ich auch wieder ein paar Mal wiederholen. Und wer will, kann dann da auch wieder dann die Augen zumachen für ein, zwei Durchgänge. So, wenn wir das haben, nehmen wir uns den Ball dazu. Entweder Tennisball, Handball, ist eigentlich egal. Für kleinere Zuschauer vielleicht ein etwas kleinerer Ball ist das reicher. Jetzt stellen wir uns wieder auf ein Bein. Das andere Bein einfach ein bisschen anlenken, in die Luft halten. Und jetzt fangen wir an, einfach den Ball immer wieder ein bisschen hochzuwerfen und wieder aufzufangen. Und dabei im anderen Fuß stabil stehen zu bleiben. Wer will, kann den dann auch gerne mal etwas weiter wegwerfen, dass man sich den Körper ein bisschen strecken muss. Das Ganze jetzt noch auf dem anderen Bein, bei mir ist das rechte. Und da dann auch wieder anfangen, einfach den Bein ein bisschen hochzuwerfen. Die ganze Zeit versuchen, auf dem einen Bein stabil zu bleiben. Als nächstes stellen wir uns wieder auf ein Bein. Wir fangen mit dem linken an. Und ihr nehmt jetzt den Ball und wir machen jetzt Wurftäuschungen.
Und versuchen dabei wirklich auf dem einen Bein, was im Blut steht, stabil zu bleiben. Das heißt nicht nachzuschwingen oder so, sondern wirklich versuchen ruhig zu stehen. Und dann immer wieder Brustbeugung. Das kann man dann 5-6 Mal machen. Vorarm. Durchaus so hart ausholen, wie ihr könnt, damit es richtig anstrengend wird. Jetzt einmal das Bein wechseln und dann ruhig auch mit dem linken Arm werfen. So, als nächstes können wir den Ball wegtun. Wir arbeiten jetzt noch ein bisschen mit Sprüngen und der Standwaage. Das heißt, wir fangen erstmal an und starten auf beiden Beinen, machen einen Sprung aufs linke Bein, versuchen kurz auszuhaben, dass man stabil steht. Und dann gehen wir in die Standwaage, das heißt, so tief hinter wie ihr könnt, gerade und dann, wer kann, die Arme nach vorne ausstrecken, sonst kann man sie auch einfach zur Seite machen, ist das einfacher. Und dann wieder zurück und dann das Ganze mit dem anderen Fuß, das heißt abspringen, mit rechts landen und wieder in die Standwaage. Das Ganze jetzt 2-3 Mal, 3-4 Mal pro Bein. Machen wir dann weiter mit nicht mehr nach vorne springen, sondern seitlich springen. Das heißt, wir fangen wieder auf einer Seite an, vielleicht seitlich hin, springen rüber auf das andere Bein und versuchen dann wieder stabil zu landen. Ihr könnt dann entweder direkt weitermachen, also nicht absetzen nochmal oder nochmal mit beiden Beinen stehen bleiben und dann wieder zurück aufs andere Bein, wieder stehen bleiben, dann wieder kurz ausklappen, damit ihr stabil steht und dann wieder rüber. Und das dann auch ruhig 5-6 Mal zur Seite. Die Sprünge können dann ruhig auch höher und weiter werden. Also das ist noch schwerer. Das ist noch schwerer, wird dann auf einem Bein zu landen. Das habt. Brauchen wir jetzt, bei mir ist es das Seil, irgendwas, wo man drüber springen kann. Das lege ich jetzt hier einfach auf den Boden. Und wir fangen dann an, parallel mit beiden Beinen, einfach über das Seil zu springen, beziehungsweise das Handtuch oder irgendwas anderes. Und dabei versuchen, immer nach vorne zu gucken. Das heißt nicht auf den Boden, nicht versuchen nicht auf eure Füße zu gucken. Und dann immer geradeaus. Das könnt ihr dann so lange machen, bis ihr nicht mehr könnt. Als nächstes wechseln wir dann bei zu den gleichen Sprüngen nur seitlich. Das heißt, stellt euch auf die eine Seite und springt immer auch wieder hin und her. Ruhig so schnell ihr könnt. You can't force me now. Awakening is clear. I could show you how. I could show. Das Ganze machen wir jetzt, was wir jetzt gerade auf beiden Beinen gemacht haben, machen wir jetzt auch noch auf einem Bein. Das heißt, ich stelle euch auf linke Bein und dann immer wieder vor und zurück springen über das Seil. Wenn es geht, könnt ihr das schneller machen, wenn nicht,
obwohl ich erstmal etwas langsam mache, sodass ich nicht verstehe. Danach einmal zum rechten Bein wechseln. Wieder erst mit dem linken Bein, versuchen dabei gerade auszugucken. Machen wir jetzt noch Kreuzstuhl über das Seil, das heißt, ihr stellt euch mit einem Bein rechts, anderes Bein links von dem Seil oder dem Handtuch und dann immer im Wechsel die Beine wechseln, so dass man immer über Kreuz überspringt. Das machen wir so ein bisschen. So, und als nächstes kommt jetzt Kugels mit einer kleinen Krafteinheit. Viel Spaß. Wir machen jetzt eine kleine Krafteinheit. Die besteht aus 6 Übungen mit jeweils 45 Sekunden Belastung. Und dazwischen etwas Pause, so 15-20 Sekunden. Genau, und das machen wir dann das Ganze 2-mal. Also insgesamt 12 Übungen. Ich stelle jetzt alle mal einmal vor. Die erste Übung ist ganz einfach Unterarmstütz. Ich denke, das kennt ihr alle. Zweite Übung Seitstütz, rechts und links ist die dritte Übung. Die vierte Übung ganz normale Liegestütze. Fünfte Übung ist Brustschirm, das erkläre ich gleich nochmal. Und die sechste Übung sind einfach Ausfallschritte. Sagen wir, beginnen einfach mal. Wir haben jetzt 45 Sekunden Unterarmstütz. Am besten darauf achten, dass der Rücken immer gerade bleibt und man nicht anfängt zu zittern, also ganz stabil bleiben im Oberkörper. Also wir fangen jetzt an. Sagen 3, 2, 1, los. Schön alles anspannen, schön tief gehen auch, keinen Buckel machen und den Rücken gerade haben. Am besten hier auch einfach auf den Boden gucken, also den Kopf in Verlängerung der Wirbelsäule. Drei, zwei, eins und Pause. Jetzt haben wir erstmal 15 Sekunden Pause. Danach machen wir den Seitstütz. Können wir auch mit der rechten Seite anfangen. Genau. Dann könnt ihr, wenn ihr es ein bisschen schwieriger haben wollt, könnt ihr gleich einfach so einen Arm oben machen oder auch noch bei der Beine. Aber ihr müsst dabei noch stabil bleiben. Wenn es nicht klappt, dann einfach ganz normal machen. So, wir fangen jetzt auch wieder an. 3, 2, 1, los, einfach Arm hoch, wenn es nicht klappt, einfach so schön stabil bleiben, gerade im Oberkörper und wer kann auch das Bein so ziehen. Die Hälfte ist vorbei. Noch ein bisschen Pause, und dann noch kurz das Denken. Nach 10 Sekunden Pause würde ich sagen, und dann ist es noch nicht weiter.
Starte. 3, 2, 1 und hoch. Wieder darauf achten, schön gerade. Gleich den Arm hoch. Und stabil bleiben. Die Hälfte ist geschafft. Und 3, 2, 1, Pause. Als nächstes geht es weiter mit ganz normalen Liegestütze. Jetzt auch wieder 45 Sekunden. Für wen das ein bisschen zu anstrengend ist, kann einfach auf den Knien machen. Das sieht dann so aus. Bei wem es gar nicht mehr geht, einfach halten. Also einfach so bleiben oder halt so und dann so halten, ohne Liegestütze zu machen. Aber am besten nicht absetzen in den 45 Sekunden. Dann geht's auch los. 3, 2, 1, los. Erstmal auf die Ausübung achten, nicht zu breit und nicht zu eng, schön schulterbreit, gerade im Oberkörper auch wieder. Die Hälfte ist geschafft. Drei, zwei, eins und Pause. Die nächste Übung ist jetzt Brustschwimm. Da legt ihr euch einfach erstmal auf den Bauch. Beine und Arme und Kopf sind alle in der Luft. Habt ihr die Arme erstmal so weit nach vorne, die Beine auch gestreckt nach hinten. Und dann zieht ihr einmal den Oberkörper nach hinten und nach oben. Das sieht dann ungefähr so aus. Okay. Fangen wir auch wieder an. In 3, 2, 1 und los. 45 Sekunden. Immer schön nach hinten ziehen. Also schön nach oben gehen. Wenn das so anstrengend ist, ihr könnt beide auch nach oben. Aber immer schön den Oberkörper nach oben. Die Hälfte ist geschafft. Fünf, vier, drei, zwei, eins und Pause. Als letzte Übung haben wir jetzt die Aufwärtsschritte, also letzte Übung für den Block. Und ich denke, die kennt ihr alle. Einfach nach vorne. Hier im rechter Winkel bei dem Ball und bei dem auch. Und schön stabil bleiben und dann geht ihr einfach wieder zurück und wiederholt es mit dem anderen Bein. Für den das zu einfach ist, der kann auch hin und her springen. Das ist deutlich anstrengender, also immer schön hoch und so landen. Oder er nimmt einfach noch ein paar Gewichte in die Hand, während er die Ausfallschritte. Fangen dann auch wieder an, 45 Sekunden jetzt die Ausfallschritte. 3, 2, 1, los. Am besten berührt das hintere Knie auch nicht den Boden, steht nur ganz knapp über dem Boden drin. Die Hälfte ist geschafft. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do. 3, 2, 1 und Pause. Ja, jetzt machen wir eine etwas größere Pause. Ihr könnt das Binken auch schön eure Arme und Beine ein bisschen kreisen lassen. Ein bisschen ausschütteln und dann geht es dann weiter. Nochmal alle 6 Übungen.
Between us, it's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my limits, you can break me down, but I'll stay till the finish line. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you. Genau, es geht jetzt weiter, wieder der Block, also wieder die 6 Übungen. Jetzt machen wir auch ein bisschen kürzere Pausen, die werden auch immer angesagt. Und wir starten wieder genauso wie eben mit Unterarmstütz. Und es gilt genau das gleiche wie eben, also wieder schön gerade bleiben und keinen Buckel machen. Also 3, 2, 1, los. Und nicht anfangen zu zittern am besten, schön stabil bleiben. Die Hälfte ist geschafft. Drei, zwei, eins und Pause. In 15 Sekunden geht das wieder weiter. Jetzt kommt wieder Seilstütz auf der rechten Seite oder links, wenn ihr anfangen, wie ihr wollt. Und genau, für wen es so einfach ist, einfach Arm hoch, Bein hoch. Und es geht weiter in 3, 2, 1 und los. Wer es noch schwieriger haben möchte, kann auch immer den Ellenbogen zu Knie bewegen, aber auch da wieder schön stabil bleiben. Und die Hälfte ist geschafft. Und Pause. Jetzt genau, jetzt ist wieder einfach auf der anderen Seite dran und genau, kurz Pause, ja, geht schon mal. Es geht weiter in 3, 2, 1 und los. Hälfte ist geschafft. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. And love is all we'll ever trust. Und Pause in 5, 4, 3, 2, 1 und jetzt. Genau, eins. Nächste Übung haben wir wieder Liegestütz.
und da jetzt nochmal wirklich versuchen, so viel wie möglich zu schaffen in 45 Sekunden. Wie gesagt, zum Mund einfach am Ende nur noch halten, aber nicht absetzen in 45 Sekunden. Und es geht weiter in 3, 2, 1, los geht's. Die Hälfte habt ihr geschafft. Und Pause. Ja, jetzt kommt wieder das Brustschirm. Auch wieder hier jetzt die vorletzte Übung. Also nochmal so viel wie ihr könnt. Und es geht weiter in 3, 2, 1, los geht's. Jetzt wieder mal schön nach vorne und nach oben ziehen. So, nochmal vorletzte Übung. So viele wie gehen. Hälfte habt ihr geschafft. Und 5, 4, 3, 2, 1, Pause. Die allerletzte Übung, nochmal die Ausfallschritte von eben. Wer möchte, kann hier einen Sprung machen oder mit Gewichten. Das ist dann ein bisschen schwieriger. Und es geht weiter in 3, 2, 1, los. Nochmal so viele wie möglich jetzt, aber trotzdem auf eine gute Ausführung achten. Hälfte ist geschafft. No, there ain't no stopping us. 5, 4, 3, 2, 1 und Ende. Ja, das war's jetzt von der Kraft. Und jetzt macht der Elber mit euch noch eine kleine Dehneinheit, wo er muss so wieder ein bisschen schärfen. Genau, und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Teil, das heißt Dehnen. Genau, wir fangen erstmal an. Wir setzen uns hin und gehen mal in eine Position, die jeder von euch kennt. Gehen so nah wie wir können und dann leicht wippen, nicht zu schnell, einfach ein bisschen wippen. Irgendwer es noch schneller haben will, zum Körper weiter nach vorne gehen. Und auch mit den Ellenbogen auf der Wade drücken und dann die Beine so weiter runterdrücken. Und nicht vergessen, ein bisschen zu wippen, dass es nicht ganz so statisch ist. Die Zeitübung, dann, dass wir das eine Bein anwinkeln, das andere ist gestreckt. Dann mit beiden Armen nach vorne gehen und hier auch ein bisschen wippen. Gucken, wie weit ihr kommt. Ihr könnt gerne auch am Fuß ziehen. Das heißt, dass noch mehr Spannung dann auch im Bein reinkommt. Genau, nach einer Zeit einfach das Bein wechseln. So, die nächste Übung ist einmal gleich im Cobra und wir herabschauen so rund.
dafür fangen wir an, dass wir in Situation hier gehen und uns durchdrücken und von da aus dann runtergehen und nach oben schauen und den Rücken dann auch durchdrücken. Und da wechseln wir immer, das heißt, dass nicht nur eine Position bleibt. Genau, einfach ein paar Mal machen. Die nächste Übung, die wir da machen, ist, dass wir uns hinlegen. Schulter auf dem Boden. Dann das eine Bein hochnehmen. Erstmal zur einen Seite gehen. Bein oben lassen und zur anderen Seite gehen. Darauf achten, dann bei der Übung darauf achten, dass die Schultern auf dem Boden bleiben und dann das andere Bein. Immer schön darauf achten, dass auch das Bein gesteckt ist. Die nächste Übung, die wir machen, ist, denke ich mal, auch jedem bekannt. Wir setzen uns hin in so ein Brett, setzen uns in ein Brett hin und dann auch nach vorne dehnen. Gerne ab und zu mal absetzen, wieder weiter nach vorne, auch wieder ein bisschen wippen. Die nächste Übung, die wir dann machen, ist dann einfach, dass wir die Beine ein bisschen weiter öffnen, dann auch immer ein bisschen nach vorne gehen, dann jeweils zu den beiden Seiten, wieder zur Mitte und wieder zum anderen Fuß und davon auch ein paar Durchgänge machen. Jetzt kommen wir zur letzten Übung. Wir setzen uns hin, dass beide Füße im 90 Grad Winkel sind. Und dann auch beide Knie auf dem Boden. Und dann ein bisschen nach vorne gehen, immer über das Bein. Wenn wir gucken, wie weit ihr kommt, ob ihr wirklich dann mit dem Oberkörper nach unten kommt oder nicht. Das liegt dann daran, wie oft ihr das schon gemacht habt. Und von hier auf der für jeder Person unterschiedlich. Genau, dann einmal das Bein wechseln, was vorne ist. Genau. Und das war es dann auch von mir. Ja, das war es jetzt von uns. Ich hoffe, euch hat das Workout gefallen und ihr seid auch ein bisschen ins Schwitzen gekommen. Ja, wir würden uns freuen, wenn ihr uns ein Like da lasst, das Workout weiterempfehlt und uns auf Instagram @cardio_blancos folgt. Das war's von uns. Blau-Weiß.